Hallo und willkommen zu einem weiteren Teil Roblox Retail Tycoon. Tja, wie ihr gerade seht, hat das jetzt geklappt mit dem, also ist jetzt eine Webcam. Ich habe mir da aus Lego was gebaut. Oder eher mein Bruder hat es für mich gebaut. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, und da ist das halt entstanden jetzt. Ja, müssen wir mal gucken, ob das auch alles so klappt. Also, wenn ich Geburtstag habe, kriege ich ein Mikrofon, richtiges. Bis dahin müssen wir uns mit einer Webcam oder ich muss immer schreiben. Also, tja, kann man nichts machen, ne? So, hier ist unser Laden wieder. Ja. Da sind wir... Oh nein, was ist denn hier los, ey? Wandswehr... Oh, unsichtbare Schuhe, ey. Das ist ja mal was Tolles, ey. Wäre ja ein Traum für jeden. Tja. Naja, unser Laden haben wir ein bisschen erweitert. Leider konntet ihr mich da noch nicht hören. Ich hoffe, das ist von der Audio auch ganz okay. Okay, wenn ich hier rüber auf meinen zweiten Bildschirm zu Bunnycam gucke, sieht man manchmal, dass der Balken ganz langsam ist und dann ist er wieder zu hoch. Naja, also, ja, das wird noch. Vielleicht auch nicht. Okay, ja, $450 haben wir. Wollen wir mal was kaufen. Oh. Wir sind etwas leer. Ja. Die Leute müssen etwas kaufen. So, Instrumente haben wir die nicht aufgefüllt. Naja. Ist ja deren Sache. Die werfen wir das Geld aus dem Fenster. So. So. Können wir kaufen? Ja. Naja. Sind wir zwei nicht auch. Naja. So, ja. Vielleicht kommen wir hier eine Reihe bevor noch so ein kleines Lager machen. Dass wir nicht immer alles einräumen sollen müssen. So. Der kauft meine Instrumente. Oder die, besser gesagt. Ja, so. Ja, jetzt müsst ihr mein Gelaber ertragen. Ist ja vielleicht auch besser als ganz halt zu lesen. Also. Ja. unser Laden sieht bis jetzt eigentlich schlecht. Ja, gut aus. So. Einkäufe haben wir genug und auch genug, die Dreck machen. Ja, ist das nicht ein Traum von jedem Laden? Dreckige Typen, die alles verschmutzen und so. Und dann die Reichen, die Geld ausgeben ohne Ende. Ah, ja, ich vermisse es richtig. So, 12 Schuhchen. So, oh, wir haben noch Futter, 2. Futter kommt auch noch rein. Haben wir schließlich noch ein bisschen was. Oh, da muss ich auch schon nach. Oh, ey, die fressen mal die Leute. So, gibt noch ein bisschen Geld aus. Dann haben wir das hier. Ich habe ja gerade erst eine Folge rausgebracht. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie nicht blöd oder so, weil ihr das erst nochmal gucken muss. Okay, ja. Ich mach's einfach. So. Alles aufgefüllt. Soda fehlt noch. Und unsere Tiere wurden ja auch mal gekauft. Naja. Wie viele? Ich glaube, 8 waren's. 8 oder so konnte man davon halten. Oh, 3 habe ich sogar noch. Naja. Ja. Yeah. Wieso die auch? Die sind ausgebüxt, sagen wir einfach mal. Packen wir wieder rein. Oh, da kommt ein Haufen, ey. Oh, ne, du kannst gleich abhauen. Ich hasse diese Räuber. Manchmal bin ich so abgelenkt, dass die Typen mir einfach alles mitnehmen, was sie finden. Ich hatte mal einen Räuber. Ich habe ja noch einen Spielstand. Oder besser gesagt, 2 Spielstände habe ich auch noch. Einen, da spiele ich gerade so noch zwischen denen. Und einen, da bin ich gerade pleite. Aber da habe ich eine ganze Reihe voller, oder eher gesagt, das war ein Elektronikshop. Da hatte ich ganz viele Tablets und sowas. Und man glaubt es kaum. Ich konnte ihn gerade noch so fassen. Der hat ganze 12 Tablets und 13 Handys geklaut. Wenn der abgehauen wäre, ey, dann wäre ich ja richtig bankrott gewesen. Tja, Gott sei Dank siegt das Gute ja meistens. Naja, nicht immer. Ja,
Und wenn die Leute etwas Interesse hätten, hier mal ein bisschen Geld auszugeben, dann wären wir auch schon klar wieder im Vorteil. So, einkaufen. Ja. Ich brauche unbedingt eine andere Kasse. Und wie ist mir aufgefallen, bei den Elektroniken dauert das länger als bei so einer Kasse, wo du blöd rumsitzen musst. Naja, das machen wir noch. Wir gucken mal, was wir hier noch für Typen haben. Ein Memo 0388888 oder nur ein 8 weniger. Okay, ja. Okay. Der hat alles ein bisschen. Die Blocks on, die PB4, Easy TV von Samsung, Solarmilk, ja. Ein Tablet und Tiere. Wer hat sie nicht? So, dann hier ist ein etwas reicher, was auch immer. So, der hat zwei Kasten. Genau, die sind einfach mal ineinander. Diesen Bug hasse ich ja sowas von. Okay, ja. Okay, der Typi ist auch Superman, geht erstmal durch die Schränke, wenn nicht auch durch die Wände. So, ja. Der sieht jetzt aber nicht so Weltklasse gefüllt aus. Naja, ist gerade am Umbauen. Na, Tablet hat, Handys hat er ja. Ja, also der Shop sieht ja jetzt gar nicht schlecht aus. Genau. Der, wer baut eine Hintertür in seinen Laden ein? Naja. Oh, der sieht vielleicht ein bisschen nach. Ja. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott, der ist ja fast leer, ey. Oh, puh, was machen? Oh, Dreck hier, ey. Oh, aber meinen Schmuck hat er noch. Naja. Ist jetzt auch nicht das Beste. Und überall diese Kassen so einfach rumzustehen, das hasse ich ja. Wie die Pest, das kann ich nicht ab. Okay. Regale hat er genug, plus die sind etwas leer. Naja, immerhin, die teuren Sachen hat er ja. Wen haben wir hier? Den Flip Gaming 1. Okay, der flippt wohl immer rum. Okay, ja. Ein Polizist hat er. Aber I'm not playing this long. Tja. Wer Englisch kann, ist klar im Vorteil. Also ich kann zwar ein bisschen Englisch, aber der Beste bin ich jetzt auch nicht. Ja. Regale, ganz schön leer. Naja, Instrumente verkauft er ja auch. Wen haben wir hier? Der sieht an, als hätte er gerade angefangen. Wie heißt der? Das ist Kuhruffe. $180. Schränke ohne Ende, aber kaum was drin. So, ja. Das hat sich etwas gereimt. So, ja. Die Leute streiten sich hier ohne Ende. Ja. Oh, wer kauft denn immer diese Instrumente leer? Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. So, 7 Haustiere. Oh, wer? Dieser komische Räuber war da. Pads. 3 Schuhe. So, Essen brauchen wir auch. 11. Kaufen wir gleich 12, wenn wir überhaupt genug Geld noch haben. Oh, ja. Okay, haben wir. Ja. So, da brauchen wir 22. Kaufen wir gleich 24. Geht ja mal so schnell alle. So, dann haben wir unseren Laden vollgepackt. Erstmal. Pleite sind wir auch wieder. Das läuft doch gut hier. So, ja. Warten wir einfach mal ab, bis wir den Laden leer kaufen. Oh mein Gott. So, ja. Wir sollten vielleicht dem. Warte mal, was kostet denn der Parkplatz? Ich glaube, der hat ja, 2500 Cash. Dollar. Oder Dollar? Naja. Was auch immer. Ja. 5 Parkplätze sind dann. So. Fleißig einkaufen. Wer Geld gibt, ist geil. Ah, warte mal. Ich bin jetzt. Also. Ich habe keinen Bock auf Einbrecher. Ich glaube, ein. War es ein Manager? Ich glaube.
Sanitärsäuberung, ja. Wie Stalker, Kassierer, Guards. Okay, kommen wir nicht holen. Puh, was jetzt auch immer. Also die drei sind schon mal nicht. Cashiers sind die in der Kasse. Muss ja Manager sein. Ne, Guards ist er. Okay, wir können uns nicht leisten. Tja. Also. Oh, wir haben die 10 Minuten wieder erreicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich mag diesen Laden irgendwie jetzt schon. Ach, ich zeige euch einfach mal jetzt gleich meinen anderen Laden. Dann könnt ihr ja sagen, aber vielleicht den anderen auch mal, dass ich auf den und vielleicht auf den anderen den ein bisschen auf Vordermann wieder bringe. Der ist nämlich ziemlich groß. Plus eingeräumt, kaum. Der war ja mal richtig gut, aber dann kam ich auf diese dumme Idee, den zum Technikladen umzubauen. Und dann ging irgendwie, seitdem ging dann alles nach hinten los. Ja, überall schöne. Okay. Das Schlimmste war das Nachfüllen. Das war so groß und ich hatte immer Angst, dass ich pleite gehe. Weil für diese Angestellten musst du ja Geld ausgeben. Pro Minute kosten die ja was. Und da musste ich aber wirklich, weil früher war das so, das ist jetzt ein bisschen her, dass ich das gespielt hatte, da ging irgendwie nur ein Typ rum. Die anderen standen immer blöd rum. Und da hatte ich ein so ein Kass-Ding, aber da musste ich auch wirklich schon nachhelfen, weil der ist da nicht hinterhergekommen, dem weiten Weg dann zu dem Lagerräumen. Dann musste er wieder dahin watscheln, dann wieder zurück hinwatscheln. Ja, wie ich hier gerade so behindert geistlich vom Stock getreten hier rumspringe. So war das ungefähr da auch. So, wir gucken mal, was wir, was haben wir noch nicht? Da haben wir das hier, oder? Nehmen wir einfach mal, vom Fenster ist jetzt nicht. Stellen wir einfach mal hier hin. So, Bücher oder Videogames? Was nehmen wir? Bücher verdient man weniger, aber könnten wir uns leisten. Ja, dann sage ich mal nun wohl Bücher erstmal. Können wir ja noch ändern später. So, dann haben wir wieder was Neues im Sortiment. Können wir Books verkaufen. Gibt ja auch Geld. So, sieht gut aus. Jo, und dann vielleicht hier noch so eine Reihe und dann hier so eine Wand und dann die Lagerkisten, vielleicht noch so Managerplatz. Und dann kann hier uns niemand mehr was klauen. Hoffe ich mal im großen Ausrufezeichen. So, jetzt springe ich hier wie so einer geistlichen Person blöd rum. Und letztes Mal, als ich einfach so ein bisschen rumgespielt habe, da war jemand, der stand da ungefähr, ich habe da eine halbe Stunde gespielt, stand eine halbe Stunde blöd rum. Und was war? Sein Cash ging immer so ganz schnell hoch und dann später bei 1.500.000 oder so, dann ist er abgehauen, weil er muss ja dann dafür Knete ausgegeben haben. Schließlich kostet ja 150.000 Cash halt schon 1.000 Robux. Also, der muss ja, ey, entweder das ist einer gewesen, der das Spiel unterstützt hat oder die Erlaubnis dazu bekommen hat, oder der muss Geld wahnsinnig sein. Okay, ja. Die Leute können es halt. Also, hier haben wir noch ein Foot, können wir nachpacken. Hier haben wir auch noch was. Haben wir hier noch was? Nö. Schuhe? Haben wir auch nicht mehr. Tiere? Nö. Books können wir nicht noch haben. Okay. Ja, so, das war. Okay, ja, warte, ich speichere jetzt mal kurz. Save, war das jetzt der oder der? Ich glaube der. Ja, save. So, Saving Tycoon, gesaved. So, dann ist das hier der hier. So, und das ist hier mein riesiger Laden. Also, da habe ich ein paar Angestellte. Und da, der war, also vorher waren die wirklich auch noch Wände so zwischen. Und jetzt hier halt ja etwas leergeräumt. So, jetzt ist die Frage an euch, falls meine Videos dann überhaupt jemand guckt. Zu entscheiden, ob wir mit den alten weitermachen.
mit denen hier oder mit beiden. Das können wir auch machen. Wir können den anderen aufgeben oder den mache ich dann ein bisschen weiter. Oder erstmal eine Pause bei denen einlegen, bis ich ein bisschen besser da bin. Und dann spielen wir da weiter und in der Zeit bringen wir den hier Vordermann. Es gab aber einmal, da war hier wirklich alles rampelvoll. Rampelvoll. Ich kann es nicht deutlicher ausdrücken. Und dieser Parkplatz hier, das war auch schön. So, ja. Und hier hatte ich auch ein riesiges Lager oder hab's immer noch. Wozu ich diese Tür eingebaut habe, das weiß ich immer noch nicht. Ey, da müsst ihr mich auch nicht fragen, wieso ich so eine Tür eingebaut habe. Aber ich sehe ganz schön, dass das hier mit dem Mikrofon noch nicht ganz hinhaut. Müsst da ein bisschen am Lautstärkeregelchen ein bisschen rumspielen. Ja, es tut mir leid, kann ich nur sagen. Das wird sich noch ändern. So, größten wahnsinnig hier rumzulaufen, bringt jetzt auch nichts. Ja, da scheißt jemand mit seiner Cola wieder. Ach ja, ich habe ja eingestellte Putzer. Das ist ja mal was Schönes, das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. So, Räuber kommen ja auch nicht rein, geben die Leute mal Geld aus. Oh, ich hasse es, wenn die hier nur blöd rumlaufen und dann, naja, kein Bock was zu kaufen. Okay, es ist selten, dass jemand die Dinger oder auch die Dinger kauft. Na okay, bei diesen Milliardären. Oh, guck mal. Oh, Videospiele. Free Team. Fire Team. Noch ein Fire Team. Wozu braucht man so viel Fire Team? Oh, das Spiel, was wir gerade spielen. Bin die Blocks on. Oh, naja. Der weiß, wie man Geld ausgibt. Heißt. Was auch immer das ist. Noch ein Fernseher, Alter. Hat der drei Töchter oder sowas? Okay, ja. Oh, das ist ja noch ein reicher. Alter, wieso schubst du mich denn weg? So, ja. Oh, schon wieder 2000 Cash. Naja, also, das war jetzt so meine Frage. Ob wir da weiterspielen wollen oder so. Schreibt in die Kommis, Kommentare. So, das war's dann von mir mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Abo, Like, Kommentare immer gern gesehen. Und hiermit verabschiede ich mich. Tschüss.